Die Erntezeit geht los, aber richtig. Endiviensalat ist echt richtig, richtig viel gewachsen. Dann hat es heute auch mal wieder geregnet. Natürlich in allerkürzester Zeit 20 Liter runtergehauen. Naja. So, der Winterrettich ist auch ein riesen Blättermasse geworden und die Radieschen, die müssen wir jetzt auch raus tun. Die sind hier schon richtig groß geworden, die letzten. Das kleine Spinatbeet ist auch schon fertig. Rote Beete können wir auch ernten. Das sind auch schon richtig große Knollen. Die Erbsen und Zuckerschoten. Ja, hängt auch alles voll, immer jeden Tag ernten. Leider sind sie an der Stelle irgendwie nur im äußeren Bereich, aber nicht im inneren Bereich gut gewachsen. Dann die Bohnen, hängt alles voll. Und nach dem letztigen Tomatenjahr geht es hier jetzt auch los. Wir haben auch gar nicht mehr alles ausgegeizt. Wir machen ja nur Meter, was weiß ich, 50 hohe Tomaten. Dann haben wir gedacht, bei dem trockenen Wetter können wir doch auch Seitentriebe stehen lassen. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr. Und dann bei den Zucchini. Hier die Gurken. Hier drüben noch eine Gurke und da hinten noch eine Zucchini. Und die Gurke, die ist noch nicht ganz so weit. Aber hier eben auch Zucchini. Schon zweimal Zucchini-Suppe eingekocht. Auch hier bei den Tomaten blitzt es rot oder hier ist eben gelb. Ja. Die Aronia-Ernte wird auch wieder massiv werden. Alles voll. Und auch die Andenbeere bringt uns immer wieder kleine Lampignons. Ich weiß gar nicht, sieht man das so richtig? So vielleicht. Ja. Also von daher, gerade funktioniert die Selbstversorgung richtig gut. Und haben wir noch ein zweites Gurkenbeet, ein drittes eigentlich, was ein bisschen jünger ist. Okay, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao. Und hier hinten auch gelbe Zucchini. Alles voll mit Zucchini. Wir haben ja auch 2, 4, 6 Pflanzen. Mindestens.